Seid gesegnet, liebe Freunde, Prison hier und so, Hashtag MuchLove mit einem neuen Video seit Ewigkeit. Apropos, ich streame auf Twitch, also wer mir noch nicht auf Twitch folgt, der kann das jetzt gerne tun. Aber zum Video. Genshin Impact, Leute. Ich habe nicht viele Genshin Impact Videos auf diesem Kanal, aber heute mal ein Genshin Impact Video, weil es auch ein Spiel ist, was mich seit Jahren mittlerweile begleitet, wo ich seit Jahren mal wieder reinschaue. Unter anderem ist der Grund, dass immer wieder neue Trophäen rauskommen in diesem Spiel und ich dementsprechend immer wieder zurückkehre, weil ich Trophäenjäger bin. Und ja, würde ich jetzt nicht bei jedem Spiel machen, aber bei Genshin gibt es keine Platin, dementsprechend muss ich immer auf 100% wieder hochdrücken, aber das ist nicht so schlimm, weil wenn es ein Scheißspiel wäre, dann hätte ich auch keinen Bock drauf. Weil Genshin aber ein nices Spiel ist, mache ich das immer wieder. Die Tage haben sich gestapelt und mittlerweile habe ich über ein Jahr Aktivität in Genshin Impact, ja. Also sind wir bei 370 Tagen. Warum 370? Weil 3x7 und so, du weißt Bescheid. Und so sind wir jetzt hier. Soll sowas wie ein kleiner Showcase werden? Wie gesagt, diese Geschichte ist frei erfunden und fiktiv, aber wer diesen Account haben will, soll sich gerne bei mir melden. Gehen gleich mal rein, Genshin hat fertig geladen. So sieht ein Jahr lang Genshin Impact Aktivität im Free-to-Play-Style aus. Ja, darauf habe ich auch auf meinen Werdegang geachtet. Ich habe noch nicht einen Cent in diesem Spiel ausgegeben, beziehungsweise für dieses Spiel ausgegeben. Ja. Ich bin natürlich auf Trophäen gegangen. Dementsprechend war bei mir die härteste Trophäe, den Abyss zu schaffen. Aber in der Trophäenliste wird nicht gesagt, dass du den Abyss halt mit 3 Sternen beenden musst. Tatsächlich musst du gar nicht, überhaupt keinen Stern kriegen dementsprechend. Ne? War das für mich gefundenes Fressen. Ich bin natürlich trotzdem von Anfang an auf den Full Min-Max gegangen und habe geschaut, wie ich meine Ressourcen spare und plane zum Ausgeben, damit ich den Abyss schaffe. Ich habe ihn noch nie auf 3, also Ebene 12 noch nie auf 3 Sterne geschafft. Am Anfang war es nämlich so, dass ich komplett in das National Team reingegangen bin. Wie gesagt, Min-Max erstmal ein krasses Team raussuchen und das war zu der Zeit halt somit das beste Team. Dementsprechend da die ganzen Ressourcen drin steckt. Zhongyun jetzt nicht. Eigentlich habe ich vorher mit zu Crows gespielt, wie man seine Charakter baut. Das war da alles noch kein Begriff. Irgendwann dann umgeswitcht auf Yanfei. Man sieht 4 Stars. Das Team habe ich jetzt auch irgendwann letztens wohl umgestellt. Habe ich gar nicht mitbekommen. Jetzt, wo ich letztens reingeguckt habe, wusste ich gar nicht mehr, wann ich das gemacht haben sollte. Vorher war es noch mit Diona und Rosaria und Xingxu. Jetzt ist es Bennett und Zhongli. Ich glaube, es ist auch besser so. Damit ich irgendwann auf Kaya und Freeze komme. So ein bisschen Spaß-Team. Aber was auch gut Damage raushauen kann, wenn man jetzt nicht gerade gegen Kryo-Schleims kämpfen muss, dann ist das Team halt übelst gut. Dann habe ich irgendwann angefangen, Rosaria. Ja, ihr merkt, nur 4 Stars. Ich war komplett lange auf 4-Star klatschen geblieben, weil ich mir dachte, ey, ich schaffe den Abyss auch nur mit 4 Stars. Ich brauche keine 5 Stars und so. Rosaria einfach mal als Physical Main DPS gebaut. Irgendwann habe ich dann einfach nur Teams zusammengewürfelt. Hier so eine Reverse Melt Comp, die auch ganz fresh ist, weil ich jeden dieser Charaktere halt hochgelevelt habe. Rosaria ist zwar immer noch ein Main Damage Dealer Physical Build, aber die passt da trotzdem ganz gut rein. Und ich habe keinen Bock, die jetzt dafür umzubauen, nur um dieses Team mal zu spielen. Dementsprechend ist trotzdem ein gutes Team, auch Abyss-würdig. Keine Ahnung, was ich hier gemacht habe. Ist einfach nur so eine Alternativ-Kaya-Comp. Und zu allerletzt, das ist das letzte Team, was ich gebaut habe, Nahida. Habe einfach mal ein 5-Star-Team gebaut. Ich hatte auch vorher Klee gebaut. Das war so, ich glaube, Klee war so der erste 5-Star, den ich gebaut habe. Mit Zhongli. Also Zhongli habe ich zeitgleich mit Klee angefangen zu bauen. Aber Klee hat mir gar nicht gefallen. So vom Charakter hat sie mir nie gefallen. Von der Spielweise hat sie mir nicht gefallen. So. Und dementsprechend ist da nicht viel Liebe übergeblieben, sodass ich das Team dann auch gelöscht habe. Weil ich Yanfei einfach cooler finde. Ich weiß nicht, in allen Belangen feiere ich Yanfei einfach mehr. Klar, Klee, mehr Schadenspotenzial, aber Yanfei ist einfach cooler. So, das ist das letzte Team, was ich aufgebaut habe, Nahida. Die süße Kleine, und das ist echt ein krasses Team. Also, das macht doch ordentlich Schaden. Aber wie gesagt, ne, Free-to-Play alles. Um das nochmal zu veranschaulichen, gucken wir uns jetzt mal meine Charaktere an. Dafür mache ich mal die Facecam aus am besten. Und da wären wir auf jeden Fall erstmal lustigerweise bei Zhongli. Mit dem Long D. Den habe ich ganz Standard gebaut, wie ihn eigentlich fast jeder baut. Anfangs. Aber dann bin ich ein bisschen runtergegangen. Vorher kompletter Schildbot, komplett alles LP. Nur auf LP gegangen, keine anderen Stats berücksichtigt. Jetzt die letzten paar Tage, wo ich noch gespielt habe, habe ich mal ein bisschen geguckt, dass ich hier die KT und kritischen Schaden ein bisschen hochdrücke. Aber er im Großen und Ganzen halt schon noch der Schildbot bleibt, der er ist. Dementsprechend 3-Sterne-Waffe, schwarze Quaste. Die Artefakte sind jetzt nicht so extrem heftig, aber gehen auf jeden Fall klar. Bisschen kritischen Schaden, bisschen LP, bisschen KT, Aufladerate. Mein Zhongli ist mittlerweile ein bisschen flexibler geworden, sodass er auch ein bisschen mehr Schaden raushaut.
als nur sein Schild zu geben, weil irgendwie ist da der Slot denn sonst so verschwendet, wie ich finde. Du hast zwar ein Baba-Schild, aber dann fehlt dir halt ein Charakter, der potenziell halt auch ein bisschen Schaden machen könnte nebenbei. Dementsprechend Zhongli ein bisschen hochgedrückt. Ult und die E einfach gekrönt. Hier habe ich gestern oder vorgestern auf Level 8 hochgedrückt, weil seit dem neuen Feature mit der Anleitung zur Verbesserung, ich wollte nur, dass die Lifesteal hochgeht, weil man sieht hier den Grenzbereich, der ist ja easy, schnell voll, aber ich möchte einfach, dass der grüne Balken so weit vorne ist, dass man nicht mehr sieht, wie weit man ist. Weißt du, was ich meine? Weil hier sieht man ja immer noch so einen grauen Bereich, dass es noch weitergeht und hier ist ja die Leiste komplett voll und das zählt für mich als komplett aufgebauten Charakter. Klar, nach oben geht's immer krasser, aber das ist für mich jetzt so die neue Grenze geworden. Dementsprechend, Zhongli ist noch nicht so weit. Da werde ich bestimmt seinen Startangriff nochmal richtig dick hoch drücken oder seine Artefakte nochmal ein bisschen changen. Aber das ist so in etwa mein Zhongli mit dem 4-Set Zähigkeit der Milliliten. So, Nahida, meine kürzlichst gebaute Charakterin, die letzte, die ich angefangen habe zu bauen, natürlich Full Level, spielt leider mit einer fast schon unpassenden Waffe. Gibt natürlich krassere Waffen, aber die ist jetzt gerade bei ihr drauf. Natürlich ihr Set, ne, das Dendro-Set. Die Artefakte an sich sind jetzt nicht so heftig. Ein bisschen KT, kritischer Schaden, KT, Elementarkunde natürlich. Hier keine Elementarkunde drauf, nice. Kritischer Schaden, Elementarkunde, das ist so der Bild eigentlich. Oh, hier ist er komplett verkackt, sehe ich gerade. Ein bisschen kritischer Schaden, aber da hätte man irgendwie noch ein bisschen mehr raushasseln können. Naja, gut. Und Elementarkunde, ne? Also man sieht schon, bin ein bisschen auf Elementarkunde gegangen, was sie angeht. Ich habe mir so als Grenze 800 gesetzt. Jetzt sind wir bei 825. Das reicht komplett aus, dass sie ihren Schaden macht, den sie macht. Von den Talenten her genauso geskillt wie Zhongli zurzeit. E und Ult gekrönt. Standardangriff 8. GG, easy. Gucken wir nochmal kurz auf die Stats. Ich glaube, sie kriegt ja noch ein bisschen KT durch ihre Passive. Aber dementsprechend ist der kritische Schaden jetzt auch nicht so hoch. Also dafür, dass sie nicht Big Baba Bubu optimal gebaut ist. Obwohl sie ja, glaube ich, durch viele Passive halt auch noch extrem viel Stats dazu kriegt. Ist halt ein 5-Star. Macht die schon ordentlich Schaden in der Comp, wie ich sie spiele. So, Xing Shu. Das sind so die Stats. Oh, der ist ganz gut gebaut eigentlich, ne? Da bin ich noch am Farm gewesen zwischendurch. Aber der ist für mich jetzt fertig. Wappen des getrennten Schicksals natürlich. Emblem. Waffe Opferschwert. Ganz Standard. Leider nur Verfeinerungsgrad 3. Aber reicht in den meisten Fällen eigentlich aus. Warte mal, ich habe hier noch ein Opferschwert. Komm, ganz entspannt so. Dass man hier wenigstens eine 70%ige Wahrscheinlichkeit hat. Ja, Artefakte ist schon gesagt. Emblem-Set. Ja, KT, Angriff, kritischer Schaden. Das war so mein Go-To. Angriff, kritischer Schaden und KT. LP ist ja bei ihm auch nicht schlecht, aber anscheinend habe ich davon jetzt auch nicht so viel. Bisschen kritischen Schaden, Elementarkunde, Aufladerate. Ihr könnt es ja sehen. Aufladerate ein bisschen gescaled, weil ich glaube, damit mit dem Emblem-Set erhöht sich ja der Schaden auch durch die Aufladerate. Von daher ist jetzt nicht am besten gebaut, aber reicht auf jeden Fall C6. Ach, Sternbilder habe ich gar nicht gezeigt. Aber gut, Zhongli und Nahida habe ich natürlich C0. Xing Shu C6 auch noch nicht so lange. E auf 7 müsste das sein. Ult gekrönt natürlich. Der Rest ist Schmutz. Ich glaube, die E könnte man noch ein bisschen hochdrücken, aber naja, das ist mein Xing Shu. Fische habe ich auch in letzter Zeit erst wieder angefangen zu bauen, weil es gab einfach ein besseres Set, was ich natürlich wieder anfangen musste zu farmen von vorne. Dementsprechend noch nicht so viel da reingesteckt habe. Reinstecken konnte. Max Level, gucken wir mal kurz die Stats. Ja, könnte besser sein, aber ist nicht zu verachten. Der Sehnenlose auf Verfeinerungsgrad 5, also ultimativ gut. Ja, wie gesagt, Goldtruppe, um den Schaden mit ihrem Oss zu maximieren. Substats, KT, kritischer Schaden. Ja, Fettangriff gescaled hier. KT, kritischer Schaden. Meine Fischl hat zu viel Leben, wie es aussieht. Bisschen KT. Ja, okay, da habe ich echt schnell aufgegeben mit den Artefakten, wie man sieht. Einfach das Set fertig. Wenigstens 25% Verteidigung auf dem Hut, Junge. Let's go. Reicht auf jeden Fall aus. Fische macht genug Schaden. Die E gekrönt. Ulti auf 9 müsste das sein. 11, 10, 9. Ja, 9. Schadenangriff juckt halt kein. Chi-Chi habe ich tatsächlich auch gebaut. Von vielen der Hass-Charakter, aber ist eigentlich ganz cool mit 2577 Angriff. Ja, das, wie gesagt, ist jetzt nicht mein Damage-Dealer. Ist halt auf Heal. Ich glaube, sie hielt ja mit ihrem Angriff-Stat dementsprechend Angriff komplett gescaled, aber ist halt komplett Healer-Build mit ein bisschen Schaden nebenbei durch das Healen. No-Brain auf KT, kritischer Schaden, Angriff gegangen. Bisschen Aufladerate, wie man sieht. Aber zum großen Teil Angriff. Ja, wenn ich das so sehe, ne? Was für Artefakten ich hier eigentlich mit meinen gebauten Charakteren rumlaufe, ist schon ein bisschen peinlich. Aber wenigstens ist der Heilungsbonus richtig gut. Das Heilungsbonus-Piece. C2, ja, ich hatte auch das Pech, sie öfter im 50-50 zu kriegen, aber was heißt Pech?
wenn ich sie gebaut habe, ist es gut. Da sind ganz schön viele Kronen draufgegangen, wie ich gerade sehe, aber ich habe trotzdem immer noch so viel. Ich habe noch 16 Kronen, Leute, mal so nebenbei. 16 Kronen, weil, keine Ahnung, ich komme gar nicht hinterher, meine Ressourcen auszugeben, um die Charaktere überhaupt so hoch zu leveln, dass ich die ganzen Kronen, die man mit der Zeit sammelt, überhaupt ausgeben könnte. So, Fischl ist auf jeden Fall, ja, nee, wir waren bei Chichi, Rosaria. Die süße Big Busty, Big Booty Ordensschwester mit ihrer 68, leider keine 69 KT und 100 kritischen Schaden. Wie gesagt, Physical Build, physischer Schaden, Mondpike, Erfahrungsgrad 5, Verbeugung des Gladiators für den Angriff, kritischer Schaden, KT, KT, Angriff, kritischer Schaden, KT. Natürlich auf Angriff, physischer Schadensbonus, logisch, ein bisschen KT und kritischer Schaden. Also, ja, man sieht schon, worauf das Ganze hinausläuft. C3. Was habe ich gekrönt? Habe ich gar nichts gekrönt? Ach, den Standardangriff habe ich gekrönt. Den Rest habe ich ziemlich hoch gedrückt, ja. Stufe 9, Stufe 8. Das ist Rosaria. Kea ist auch ein kleiner Süßling. Da kann man sich von den Stats jetzt auch nicht verwirren lassen, weil der hat nur diese eine Spielweise in diesem einen Team, muss man halt dazu sagen. Ich habe den nur für dieses eine Team gebaut, dieses Fun-Team, dieses Freeze-Team. Mit der gekauften, also gekauft natürlich Free-to-Play, aber die, die man beim Händler erstehen kann, mit kritischen Schaden auf R5. Der Nebeneffekt ist leider nicht so cool, außer man kämpft halt wirklich gegen viele Gegner, was man ja meistens tut. Wie gesagt, das Artefakt-Set baut komplett auf das ganze Team auf. Also die 40 KT, die ich durch gefrorene Gegner halt kriege, die von Kryo-Effekten betroffen sind, macht halt wirklich das ganze Team aus. Weshalb ich halt komplett auf 50,8 KT dann spiele und halt auch permanent, weil ich meine Gegner eigentlich permanent einfriere. Und wenn nicht, mache ich trotzdem noch genug Schaden. Wie sehen die Artefakte an sich aus? Nicht so krass auf jeden Fall. Ich glaube, da hatte ich jetzt nicht so viel Glück. 20 kritischen Schaden. Der Aufladerate, ich weiß nicht, wo bei Kea beim Artefakte-Farmen die ganze Zeit die Aufladerate herkam. Ich meine, ja, ich kann seine Ult spammen, ist cool. Aber die Stats sind jetzt nicht das, also sind jetzt nicht das Wahre geworden, muss man einfach mal sagen. C2, ich glaube, ich habe ihn mir auch einmal im Händler gekauft, als er da war. Und ansonsten habe ich die Ulti krönt, weil ja, der Rest ist halt so ein bisschen. Die Ult muss schon sein, der Rest ist eine Ansichtssache. Klar, wenn man ihn als Main Damage Dealer spielt, aber eigentlich macht er nur die Ulti übelst Schaden, dementsprechend die Ulti gelevelt. Und kommen wir weiter zu Yanfei. Das ist mein zweiter Main Damage Dealer in meiner Genshin-Karriere gewesen. Ich weiß nicht, warum ich mich die ganze Zeit für Feuer entschieden habe anfangs. Ich habe erst Bennett einfach gespielt, wo ich noch gar keine Ahnung hatte, als mein Damage Dealer. Dann habe ich Zhang Ling als Damage Dealer gehabt. Dann hatte ich Yanfei. Und dann habe ich Klee gebaut. Keine Ahnung, was da los war. So, die Stats sind ganz okay. 50, 180, ja, könnte besser sein, aber ist okay. Landstreichernoten? Ich glaube, ich switch das mal wieder gegen Dodoko. Das Buch sieht auch einfach passender zu Yanfei aus. Ist zwar auf Klee zugeschnitten, aber sieht bei Yanfei einfach auch Bombe aus. Deswegen spielen wir einfach mal mit den Dodoko-Geschichten auf sie. Aber weiter im Text. Natürlich Wanderorchester. Wie zugeschnitten auf Yanfei. Stats gehen viel auf an. Oh, Digga, 33 kritischen Schaden, Alter. Was ist denn da passiert? Und ein bisschen KT. Da ist ein. Dazu will ich nichts sagen zu diesem Piece. Ja, dazu auch. Obwohl, 27% Angriff, heftig. Und 20 kritischer Schaden und Angriff und auf die A. Also ganz solide gebaut. C6 Sätze. Auch erst seit neuestem, seit dem letzten Banner. Vor Alekino kam nämlich Yanfei in dem Banner mal. Endlich! Auf die habe ich die ganze Zeit gespart, dass ich sie und Xingshu auf C6 kriege. Standardangriff gekrönt. Der Rest auf 9. Auf 9 gelassen. Und das ist meine Yanfei, Bennett, der Süßi. Komplett auf Heal und Schadensmaximierung, deswegen auch der Windfalke. Ich glaube, der Windfalke ist zumindest von den Sachen, die ich habe, das krasseste. Obwohl, ja doch, mit der Base Attack, dementsprechend Windfalke. Altes Hofritual, man kennt es. Ja, wie gesagt, die Stats sind jetzt nicht so heftig. Bisschen LP und an. Ich glaube, LP-Aufladerate war so das Ding bei mir. Der Rest war so ein nicer Side-Effekt, aber LP und Aufladerate war das Ding. Darauf bin ich gegangen. Man sieht es auch und es ist, ja. Es geht auf 22,7% Aufladerate, ja. Bennett natürlich C6. Und Leute, ja, der Account ist cursed, könnte man sagen. C6 ist aktiviert bei mir. Ulti gekrönt, ja, Rest eher so ein bisschen auf in die Leere versenken lassen, weil das macht ja gar keinen Sinn, das überhaupt hochzuleveln, weil was will man damit machen, ne? Die E tippt man nur kurz an und Standardangriffe macht man eigentlich gar nicht. Dementsprechend. Zhang Ling, mein erster gebauter Damage-Dealer. Mit dem Fang, weil ich Baal nicht gebaut habe, hat Zhang Ling bei mir den Fang. Kurzer Blick auf die Stats.
ganz entspannt. Ich bin immer auf so 50 und 100. Das ist bei mir so, ab da höre ich einfach auf. Ich möchte nicht auf 60, 120 hochscalen und so. Wenn ich bis dahin dann fertig bin, will ich da nicht auch mehr Ressourcen draufballern. Und deswegen sind die Stats bei mir immer so, zumindest bei den Damage-Dealern, 50, 100. Viel weiter habe ich nicht gefarmt für die Charaktere. So Emblem-Set natürlich, aber dafür sind die Artefakte eigentlich ganz gut. Bisschen Angriff, kritischer Schaden, KT, kritischer Schaden, ja, perfekt. Kritischer Schaden, okay, die sind echt nicht so gut, aber C6 auf jeden Fall. Ulti gekrönt, was sonst? Goba ein bisschen hochgelevelt, weil der ist ja auch eigentlich gar nicht mal so zu unterschätzen. Der macht, also wenn der crittet, der tut schon weh auf jeden Fall. Könnte man mal nicht glauben, aber es ist so. So, das ist meine Zhang Ling. Aufnahmerate 228. Zu Crows habe ich eigentlich nicht gebaut. Die war immer im Support unterwegs, nicht mal die Waffe hochgelevelt. Artefakte sind, glaube ich, auch nicht. Ja, 4, 20, 0, 0, ja, und 20. Also da habe ich echt gar keine Liebe reingesteckt. Aber trotzdem C6, trotzdem in einem Team vorhanden. Wie gesagt, nicht mal hochgelevelt, also Stufe 70. Dementsprechend konnte ich die Talente auch nicht weiter hochleveln. Kann ich nicht viel zu sagen. Habe ich zwar lange gespielt in der Zhang Ling Comp, aber habe ich halt echt nicht so krass gebaut. Ich glaube, Animo habe ich generell auch nicht gebaut. Diona das gleiche. Habe ich ein bisschen lieber reingesteckt so, aber auch nicht sehr viel. Wie sieht es bei den Artefakten aus? Okay, Artefakte habe ich doch schon noch ein bisschen was reingemacht, aber halb gebaut. Also da kann man jetzt nicht wirklich sagen, dass ich da voll die Ressourcen reingesteckt habe. Bei Zhongyun das gleiche. Ist nicht viel passiert. Naja, der läuft sogar noch mit Forster-Artefakten rum. Hälfte davon gar nicht gelevelt, aber trotzdem C6. Ich zeige nur mal trotzdem die ganzen Fenster, damit man halt sieht, was ich da überhaupt gemacht habe. Barbara, genau das gleiche, obwohl Liebe bekommen, aber seitdem man weiß, dass man einfach diesen Drachenbezwinger benutzt auf R5 und der Rest ist scheißegal, ist da auch nicht viel mehr passiert. Dementsprechend Klee habe ich wie gesagt gebaut, auch widerwillig, auch wenn ich sie nicht mag. Sie ist trotzdem gebaut, Leute. Warte mal. Okay, ich nehme zurück, was ich gesagt habe. Ich glaube, da habe ich doch schneller aufgegeben, als ich dachte. Mit 21 Verteidigung läuft die einfach rum. Auf dem Headpiece. Okay, C0. Nicht mal gekrönt. Okay, vergessen wir das Ganze. Aber wie gesagt, man hat gesehen, dass ich sie auf jeden Fall angefangen habe. So ein bisschen. Also, die ist schon mal gut vorbereitet, wenn man sie weiter ausbaut. Auf jeden Fall Level 90, ne? Noel das gleiche. Habe ich auch irgendwann mal zwischendurch versucht als Damage-Dealer, wo ich noch gar keine Ahnung vom Spiel hatte. Kann man nicht viel drüber sagen. Und der Rest ist tatsächlich nicht gebaut. Ich habe ein Jahr gespielt. Man muss dazu sagen, Bro, ich habe auch viel halt einfach nicht meine Charaktere ausgebaut, sondern einfach mal erkundet und so. Und das Harz, das wertvolle Resin einfach liegen lassen. Viele, viele Tage. Aber ein bisschen was steht. Und ich sag mal kurz die Figuren. Dafür, dass es halt Free-to-Play ist, kann man nicht sagen, dass ich wenige 5-Stars habe. Ich habe Diluc. Yoimiya, Deya, Mona, Ayato, Ching, Shogun Raiden, Ayaka, Hermes, also der Wanderer. Ich habe das Namensticket noch, also man könnte sogar den Namen nochmal ändern. Ich habe nur an Hermes Trismegistus gerade gedacht, als ich ihn so benannt habe. Keine Ahnung warum. Albedo, Ito und Klee. Und Chi-Chi und Nahida und Zhongli. Also drei Götter habe ich hier, also drei Archonten habe ich auf jeden Fall am Start. Und mit einer der krassesten Charaktere im Spiel würde ich behaupten, habe ich halt auch bekommen. Also es ist nicht unmöglich und ich habe auch oft nicht gespart auf denjenigen, sondern habe einfach gepullt, wenn ich was hatte und dann habe ich die Charaktere einfach nebenbei so mal bekommen. Was habe ich meine? Von daher, es ist nicht unmöglich als Free-to-Play 5 Stars zu bekommen. Es dauert natürlich eine Weile, also wenn man es so sieht, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15 Chars, ne? Wir lassen mal jetzt die Konstellation weg, die ich habe. Dann ist das in diesem einem Jahr schon jeden Monat auf jeden Fall ein 5 Star. Sagen wir mal, jeden Monat 2 5 Stars, ne? Das ist ja nicht nichts. Also alle 2 Wochen ein 5-Star ist sozusagen prinzipiell möglich. Wir sind immer noch bei einem Jahr, was 12 Monate hat. Also die These kann ich auf jeden Fall widerlegen, dass es unmöglich ist, als Free-to-Play mit den ganzen 5-Stars hinterherzukommen. Klar, du wirst nicht alle kriegen, aber du wirst auf jeden Fall welche kriegen mit der Zeit und die kannst du aufbauen, wenn du möchtest. Ich habe es nicht gemacht. Ich war immer so auf 4-Stars und man sieht, als Free-to-Play kommst du aber trotzdem halt nicht wirklich dolle weit. Das ist so das, was bei mir nach einem Jahr hängen geblieben ist, ne? Also 15 Charaktere, wo ich halt bisschen was reingesteckt habe. Der Rest ist halt irgendwie nur hochgelevelt, damit ich die Belohnung da kriege, den Standardpull. Das sind auf jeden Fall die
Character, aber Genshin Impact besteht ja nicht nur aus den Charakteren. Es ist zwar ein Gacha-Spiel, aber Genshin Impact besteht ja nicht nur aus den Charakteren, die man hat, die man gebaut hat, die man gepult hat, whatever, sondern ein großer Bestandteil des Spiels ist das Erkunden. Und Leute, es gab viel Downtime in Genshin über die Jahre hinweg und in vielen Downtimes war ich dabei. Dementsprechend musste man sich die Zeit vertreiben. Wie hat man sich die Zeit vertrieben? Die Map erkunden, die Quests machen und den Erkundungsfortschritt hochpushen, Leute. Und ich muss es stolz sagen und zeigen. Mondstadt 100%, Drachengrad 100%, Liyue 100%, Sumero komplett 100%. Also übrigens, hier ist nochmal die Erweiterung von Liyue, habe ich natürlich auch 100%. Die Wüste von Sumero komplett 100%. Gut, jetzt kommen wir in den neuen Bereich von Fontaine. Da habe ich einfach auch komplett 100%, Leute. Also, ja, könnte man nichts erzählen. Ich zeig mal noch Enkanomiya, die zu Inazuma gehört. Natürlich auch 100%. Dann zeige ich Inazuma auch nochmal, weil das ist ja ein bisschen weiter weg. Ist auch alles 100%iert. Mehr der alten Tage, das ist jetzt so die neue Map, die rauskam. Ja, 77%, Leute, bin ich jetzt nicht viel weiter gekommen, weil ich da jetzt auch nicht so... Ich wusste, ich mache das Video bald. Vielleicht hätte ich extra für das Video nochmal hier auch 100% gleich machen können, aber habe ich leider nicht gemacht. Hier nochmal als kleinen Beweis hier. Die Zusatzmaps, die man so nicht sieht, ist es alles 100%. Ich habe die ganze scheiß Genshin Map auf 100% gezockt. Ihr könnt euch ja mal ein Video angucken, wie er von fast Anfang an die ganze Map von Genshin auf 100% spielt. Und das sind nicht wenige Stunden. Ist das auch ein Bonus von dem Account? Es ist alles auf 100%. Errungenschaften sind jetzt nicht so viele, 963. Es geht. Hier haben wir ein bisschen was komplettiert. Ne, jetzt in letzter Zeit habe ich auch die ganzen Elementarexperten-Scheiße gemacht. Hier, das ist alles nach meiner Zeit gewesen. Nach meiner großen Genshin-Pause hatte ich keinen Bock mehr, das alles nachzuholen. Aber so ein paar Sachen habe ich denn doch. Also, wenn man den Account hat, dann kann man trotzdem schon noch ein bisschen was machen. Aber ich sag mal so, ich habe gut reingearbeitet in den Jahr. Das kann man jetzt auf jeden Fall nicht absprechen. Ansonsten, generell Waffen, generell die Ausrüstung, I don't know. 5-Star-Waffen habe ich sage und schreibe 3 Stück in der ganzen Karriere bekommen. Also da ist nicht viel passiert. Ich habe auch nie in den Waffenbanner gepult. Ja, die ganzen 4-Star-Waffen, ein paar Event-Waffen sind dabei, aber es ist jetzt auch nichts, wo man jetzt sagen kann, ey, das ist jetzt übertrieben krass. Aber wie gesagt, wenn ihr unbedingt da die Infos haben wollt, könnt ihr ja einfach kurz auf Pause drücken und euch die ganzen Waffen angucken. Mindestens von den Symbolen her, keine Ahnung. Ein paar Sachen auf R5 habe ich mir schon geleistet. Aber überwiegend halt die Event-Waffen. Ja, genau. Artefakte habe ich sage und schreibe 282. Da ist nicht viel passiert. Ich habe das meiste, was ich gefarmt habe, direkt wiederverwertet. Also vielleicht an Materialien noch ein bisschen was zum Flexen zu zeigen. Irgendwann war der Punkt, da habe ich denn nicht mehr Artefakte und Talentbücher gefarmt. Da war ich komplett auf meinem Errungenschaften-Modus und dachte mir, ich mache jetzt nichts anderes in Genshin, außer mir diese Errungenschaft zu holen. Reise eines Helden, glaube ich. Nein, oder? Ja, doch. 800 Belohnungen von Blüten des Reichtums oder Blüten der Offenbarung. Das heißt, ich habe 2022 nur Blüten des Reichtums und Blüten der Erfahrung gefarmt. Dementsprechend kann man auch jetzt gerade sehen, rechts oben, das Mora-Portfolio ist nicht verabscheuungswürdig und entschuldigt vielleicht auch den einen oder anderen, also fehlenden, gebauten Charakter. Mit einem Portfolio von 48.424.535 Mora, nenn mich Sugar Daddy von Mona. Mit lilanen Talentbüchern von 1.255. Und wir halten fest, von Stufe 80 auf Stufe 90 brauchst du 171 ungefähr. Und ich glaube, von 0 bis 90 brauchst du summa summarum 420 lilane Talentbücher. Das sind 3 von 0 auf 90 gebaute Charaktere. Und dann darf man nicht vergessen, es gibt auch immer noch 4.923 blaue Bücher. Also was das angeht, Leute, würde ich sagen, bin ich schon super rich, gut aufgestellt. Ansonsten hier brauche ich hier, glaube ich, nicht viel erzählen. Ich glaube, das ist ein ganz normaler Genshin-Account, wo man halt von einigen Sachen extrem viel hat, weil man es immer wieder sieht und immer wieder mitgenommen hat. Da brauche ich, glaube ich, nicht so viel erzählen. Achso, ja, genau. Ich habe noch 3 Prototypen. Ich weiß gar nicht, ich glaube, das waren irgendwann mal Wiederkehrer-Belohnungen. Die könnte man nämlich noch verwenden. Ja, die Namen, den Umschreibungspinsel für den Wanderer. Ich habe 100% in dem Spiel, das heißt, das ist alles weg. Also selbst wenn ich jetzt im Meer der alten Tage keine 100% Erkundungsfortschritt habe, sind hier keine Hydrokulis mehr. Der Rest, den habe ich verballert. Ich hätte jetzt noch flexen können mit den ganzen nicht angereicherten Harz, aber ihr wisst hier, das zerbrechliche Harz. Kann ich aber nicht mit flexen, weil ich das jetzt die letzten Wochen komplett ausgegeben habe, was ich mir über ein Jahr lang
Jahren gespart habe, habe ich jetzt die letzten Wochen komplett ausgegeben. Dementsprechend habt ihr da leider keinen Vorrat von mir hinterlassen bekommen. So 12 Traumlösungsmittel habe ich ja auch noch, wie ich hier gerade sehe. Die sind auch ganz entspannt, um die erforderlichen Materialien umzuwandeln, weil ein paar Bosse habe ich gefarmt, aber sehr lange nicht. Das ist vielleicht auch noch etwas wichtig zu erwähnen. So viele Boss-Mats habe ich nicht. Gerade die neuesten, also die neuesten Bosse habe ich halt gar nicht gefarmt. Außer für Nahida halt den Boss. Aber als ich da genug Materialien hatte, habe ich auch seitdem keine Bosse mehr gefarmt. Also das wäre vielleicht auch noch wichtig zu wissen. Ansonsten gibt es halt nur noch Urgestein, wovon ich jetzt nicht so viel habe. Ne? 30 Puls oder was das ist. In einem Jahr Free-to-Play. So kann ein Account aussehen. Bis zum nächsten Mal. Much love. Und wie gesagt, falls irgendwer Interesse hat, der kann sich gerne bei mir melden, wenn er den Account haben will. Kuss.